In Norden-Norddeich befindet sich eine staatlich anerkannte Betreuungsstation für Meeressäuger, die Seehundstation Norddeich. Für einen Eintrittspreis von 5 Euro pro Erwachsener kann hier viel über die Heuler und Seehunde erfahren werden. Bilder, zahlreiche Medien und auch viele Exponate versuchen einen den Lebensraum der Tiere sowie auch das Wattenmeer ein wenig näher zu bringen. Die große Attraktion in der Aufzuchtstation sind aber natürlich die Heuler und Seehunde, die hier beobachtet werden können. Heuler nennt man junge Seehunde, die von der Mutter getrennt wurden. Die Gründe dafür sind zum Beispiel Stürme, Krankheiten, aber auch Störungen durch den Menschen. Die Mitarbeiter der Seehundstation haben es sich zur Aufgabe gemacht, verwaiste jungen Seehunden zu helfen. Sobald die Tiere fähig sind, sich allein in der Nordsee zurechtzufinden und über 25 Kilo wiegen, werden sie wieder in die Freiheit entlassen. Im Schnitt werden hier zwischen 30 und 80 verwaiste Seehunde und Kegelrobben pro Jahr aufgezogen.